Eigentlich haben sie es nur gut gemeint. Der Lions Club Bad Segeberg und sein Präsident. Dieser Kletterfelsen für Kinder ist eine nette Spende. Nur leider sieht das Ding irgendwie aus wie... Geben Sie es zu. Dann gebe ich zu, dann kann man da auch ein männliches Körperteil, sprich ein Penis, draus sehen. Also von hier aus nicht, aber von hier betrachtet wirkt der Spritzbeton irgendwie anrüchig. Wir hatten ursprünglich vor, und ich glaube, wir haben es auch weitestgehend verwirklicht, ein einmaliges Spielgerät zu schaffen, etwas, was es sonst nicht so gibt. So ein Kletterpenis ist schon ein einmaliges Spielgerät, gibt's garantiert noch nicht. Ganz Bad Segeberg ist auf den Beinen und scheint leicht erregt. Wirklich wie ein Penis. Das wird der Dödel von Segeberg genannt. Unmöglich, ja. Ich bin nur die Kerbe oben drin. Da kommt Bürgermeister Dieter Schönfeld. So ein Kletterpenis ist klar Chefsache. Schließlich haben ihn schon Touristen gefragt. Wo geht's hier zum Penis von Bad Segeberg? Na sowas. Und was haben Sie gesagt? Ich sehe keinen Penis, nein. Und dass Kinder auch keinen Penis sehen, will uns der Bürgermeister jetzt beweisen. Was seht ihr denn da? Ein Felsen, ne? Und ihr findet den auch schön, oder habt ihr Sorge, dass das euch verdirbt, wenn ihr da drauf guckt? Nein, ne? Gut, die Kinder haben also keine Angst vorm Kletterpenis. Aber trotzdem will der Lions Club noch mal Hand anlegen. Zusätzlich werden sie auch noch wahrscheinlich die Flex in die Hand nehmen und etwas wegnehmen, sodass diese Perspektive gänzlich anders aussehen wird. Oh nein, der Peniseindruck soll weg? Der Peniseindruck soll weg, genau. Und deshalb kommen extra zwei Spritzbeton-Experten aus Süddeutschland, um den Kletterpenis zu beschneiden. Ali, würdest du vielleicht noch eine Leiter holen? So, hier oben noch ein bisschen was weg. Ja. Und da unten noch ein bisschen was dazu. Und jetzt die Abnahme mit der Pastorin. Also ein Phallus wäre jetzt wirklich nicht meine erste Assoziation, wenn ich dieses Teil sehe. Ich habe da auch grundsätzlich keine Berührungsängste mit. Na dann, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen. Segebergs größten touristischen Höhepunkt.